Hallo Bastelfreunde, ich tippe noch mal ein kleines Update zu dem Scheinwerfer, wo ich probiert habe, die Dioden aufzulöten. Und zwar hatte mir ein Kollege auch noch mal bestätigt, dass das nicht funktionieren wird. Man braucht unbedingt einen Heißluftföhn zum Löten. Und ja, da hat er sich angeboten, das praktisch zu machen, weil er so ein Ding zu Hause hat. Dafür noch mal vielen Dank, Micha. Er hat das Ding also mitgenommen und hat also versucht, mit seinem Heißluftföhn diese Dioden da aufzulöten. Was ihm allerdings auch nicht gelungen ist. Weil diese Platine, die besteht hier aus reinem Aluminium, wenn man so will. Und da kriegt man überhaupt keine Hitze drin. Ich hatte mir, mir fiel dann ein, dass ich auch noch so einen Brenner habe von Parkside. Ich blende euch das hier mal kurz ein. Ich habe das auch probiert, damit zu löten. Auch das hat nicht funktioniert. Weil diese Platine, wie gesagt, die ganze Hitze wegzieht. Jetzt hat er das klassische Lötet mit einem normalen Lötkolben mit 450 Grad, so wie er mir sagte, was mein Lötkolben eigentlich auch macht. Er hat hier auch auf 450 Grad eingestellt, wo ich das erste Mal probiert hatte. Aber ließ sich ja nicht löten. Also er hat es jetzt geschafft, diese Dioden hier aufzulöten, wobei ich muss sagen, die eine ist etwas grenzwertig. Da können wir dann vielleicht mal drüber nachdenken. Könnt ihr mal in den Kommentar schreiben, wie lange das wohl halten wird. Ich weiß nicht, ob man das gut erkennen kann. Die sieht also etwas grenzwertig aus. Die hier geht. Die untere, aber die obere, wie gesagt. Wo ist sie denn jetzt? Da. Die ist, ja, sieht man auch von der Seite sehr schön. Man kann ich das mal umdrehen, sieht man das vielleicht. Die hat sich schon regelrecht verzogen beim Löten. Ja, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie lange wird das wohl halten. Also leuchten tut sie wohl, er hat es ausprobiert. Ja, wird man dann sehen. Ich werde das Ganze jetzt wieder zusammenbauen. Hier ist jetzt die Paste weg. Zur besseren Wärmeverteilung habe ich mir hier drei so eine Aluminium-Stücke zugesägt. Die würde ich jetzt hier praktisch mit rauflegen wollen, weil, vielleicht könnt ihr euch erinnern, als ich das Ding abgenommen habe, hatte der hier so richtig so eine Viereckteile zu sehen. Und nur hier im unteren Bereich war das so ein bisschen verschmiert. Und das sieht man auch hier noch ganz schön. Hier ist noch ein bisschen von dieser Wärmeleitpaste und hier oben ist im Grunde gar nichts. Also das Ding lag auch nicht richtig auf. Da muss man überhaupt staunen, dass der so lange gehalten hat. Dafür, dass der ja keine richtige Kühlung hatte. Damit er die jetzt bekommt, wie gesagt, habe ich mir diese Teile zugeschnitten. Die werde ich jetzt hier mit der Wärmeleitpaste aufbringen. Dann werde ich hier nochmal Wärmeleitpaste aufmachen. Und dann werde ich diese Teile hier wieder aufschrauben, verlöten. Und dann werden wir sehen, ob das Ding funktioniert. Und dann wird das Ding wieder montieren, wenn er funktioniert. Und dann werden wir mal sehen, wie lange das hält. Vor allen Dingen hier mit dieser Ehendiode, die schon ja, ziemlich deformiert aussieht. Aber wir schauen mal, ob das funktioniert. Ich habe mir jetzt hier bei Berry Base diese Wärmeleitpaste geholt. Das ist auch ein Tipp von meinem Kollegen gewesen. Die ist da relativ preiswert. Das sind hier 10 Gramm. Und die kosten 2,45 Euro oder sowas, glaube ich. Ich habe jetzt die Rechnung leider nicht hier, aber die war nicht so teuer. Ja, wenn sie ihr Zweck erfüllt, ist das okay. Man kennt das ja für Computer, so eine kleine Tum, die da manchmal zu kaufen gibt. Die kosten ja auch schon 2-3 Euro. Und da ist ja dann ja nichts drin. So, wollen wir mal gucken, wie wir das hier am geschicktesten machen. Ich werde mir das mal grob anreißen. Wo denn der Paste sein soll. Hoppala. So ist ja nur, dass man eine kleine Orientierung hat,
wo die näher liegen sollen. Das ist schon mal ganz gut. Wärmeleitpasta an den Finger ist immer nicht so schön und noch nicht so gut. Aber das lässt sich dann immer nicht so vermeiden, wenn man hier jetzt mit dem Zeug hantiert. Ich gehe jetzt erstmal grob auf und werde dann die ein bisschen verteilen. So müsstet auf alle Fälle eine viel bessere Kontaktierung haben zu der Platine denn hier nach hinten, dass es dann da auch wirklich ein bisschen gekühlt wird. Denn wie gesagt, vorher wurde es im Grunde nur von der reinen Aluminiumplatine selbst gekühlt. Aber die Platine oder ja Platine selber wurde nicht durch den eigentlichen Kühlblock gekühlt, weil es nicht auflag. So, haben wir hier die Platine. Die sitzt ganz gut. Dürfen wir das nicht zu fest anjuchteln, dass wir die nicht verziehen, die Platine. Dann kommt sie nämlich in der Mitte wieder hoch. Macht dann auch keinen Sinn. Jo, so ist das Logo ganz gut. Hier ein bisschen neues Lötzinn aufbringen, dass wir das da besser verlöten können. Einmal. Man merkt das regelrecht jetzt auch hier beim Löten, wie die Platine, diese Aluplatine hier voll die Hitze wegnimmt. Das ist also schon extrem. Ich habe jetzt hier auf 380 Grad gestellt. Schwankt so ein bisschen, 386 zeigt da an. Aber um die Kabel anzulöten, hat das halt gereicht. Jo, dann haben wir das soweit fertig. Dann können wir jetzt wieder den Aufbau beginnen hier. Das ist die Silikondichtung. Die schrumpft oder was? Nee.
die neueren Fluter. Ich habe hier noch so einen, diesen kleinen Fluter hier. Die kann man ja nicht mehr öffnen. Die sind komplett zugeschweißt. Ja, da ist also, wenn da was ist, da brauchst du ja nicht probieren, da kommst du ja nicht mehr ran. So, dann müssen wir mal gucken, dass wir die Schrauben da wieder reinziehen. Zusammen ist er erstmal wieder. Dann werden wir ihn jetzt mal betriebsbereit machen und dann probieren wir das mal aus. So, sehr schön. Brauchen wir erstmal nicht mehr. Wenn wir das Licht hier mal ausmachen, sonst kriegen wir hier Probleme. Okay, dieses Phänomen, was wir jetzt hier sehen, dass sie nachleuchten, das habe ich auch mit den neuen Flutern, die ich jetzt verbaut habe. Das hat was mit der Erdung zu tun. So genau rausgefunden habe ich das auch noch nicht, woran das liegt. Aber irgendeinen Grund muss es wohl haben. Gut, funktionieren tut er. Dann werden wir das ganze Ding jetzt mal verbauen, wie er vorher war. Und dann schauen wir mal, wie lange der, wie gesagt, hält. Der neue alte Scheinwerfer hängt jetzt. Dann werden wir mal heute Abend gucken, wie er denn leuchtet. So wie vorher, denke ich mal. Ja, mal nochmal gucken. Alles wieder dran. Ne? Ja, lassen wir uns mal überraschen. So, Kinder, so sieht es jetzt aus. Es leuchtet das Ding wieder. Allerdings regnet es hier wie Sau. Ich gehe jetzt gleich erstmal wieder rein. Aber ihr seht, es funktioniert. Dann wollen wir mal schauen, wie lange das Ding jetzt, wie gesagt, hält. Jetzt, wo es repariert ist.